Ihr Geschäft läuft wohl gerade gut. Den Leuten ist bewusst, dass ich einzigartige Dinge beschaffen kann. Ob Firmenleute in Maßanzügen gern mit dem Untergrund handeln, das ist etwas anderes. Ah, natürlich. Der einmalige Cabot Finch. Ich denke, er und sein Team wissen jetzt, wo sie bei mir stehen. Ebenso. Ich hoffe für Sie, dass Sie das Vertrauen Ihrer Kontakte erwerben. Denn im Moment kann ich nicht erkennen, wo deren Loyalitäten liegen. Das wird sich zeigen. Aber dass Sie zurück zu der Insel reisen, zeigt mir, dass Sie dort noch etwas zu erledigen haben. Dann werde ich sicher bald von unserem gemeinsamen Freund hören, nicht wahr? Nun, von mir werden Sie auf jeden Fall hören. So viel ist sicher. Ja, schon sind wir wieder da auf Malta. Wir lernen so viel über die richtige Saurierpflege. Je wohler sie sich fühlen, desto zufriedener sind sie in unserer Obhut. Das kommt allen zugute. Die Frage ist, wo mache ich das jetzt hin mit dem Atrociraptor? Ja, schön wieder da. Also können wir auf jeden Fall mal hier hochgehen, würde ich sagen. Nicht wahr? Ich hab's nicht so mit Sentimentalität. Alles klar. Ich muss nur gerade an unseren ersten Besuch auf der Insel denken. Ich meine, schauen Sie, wie weit wir gekommen sind. Ja, schon klar. Aber ich muss mich um die ankommenden Saurier kümmern. Sie erinnern sich an das Frachtschiff? Es ist bald da. Oh, natürlich. Dann sollten wir ein paar Gehege vorbereiten, was? Da haben wir wenigstens den Luxus-Standardweg, das erforsche ich mal schnell. Wenn die Saurier in den Gehegen sind und sich benehmen, gehen sie mich nichts an. Leider ist das nicht immer der Fall. Das aktuelle Ziel könnte unsere Arbeit voranbringen. Lies es dir durch. Tu, was du kannst. Wir machen mal das hier. Plus 14 beim Untergrund. Mach hier mal einen schnellen Gehege hin. Ich glaube, so viel Platz brauchen die tatsächlich gar nicht. Aber ich finde die Karte eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Weil, ihr müsst mal überlegen, hier ist halt auch so ein cooler Höhenunterschied. Und dann könnte man hier sogar so Beobachtungstürme machen, die da runterschauen. Wenn wir dann irgendwann mal im Sandkastenmodus hier spielen. Das wird schon cool werden. Mal ein bisschen Galerien hier rein. Ich weiß, das sieht jetzt auch alles wieder nicht so schön aus, aber es muss halt zweckmäßig sein jetzt gerade. Das ist alles, was zählt. Auf den Weg würde ich ja gerne warten, aber wir können den auch einfach später austauschen. Weil das mit dem Weg ist halt schon echt hässlich, dass wir da überall dann diesen Asphaltweg haben, obwohl die Hauptwegfarbe eigentlich dieser Luxusweg ist. Ja, da oben brauchen wir vermutlich auch noch Strom. Hättet übrigens in die Kommentare geschrieben, dass diese Beobachtungsgalerien automatisch durch mit Strom versorgt werden durch den Zaun. Das heißt, wenn der Zaun drin ist, dann sind auch die Beobachtungsgalerien versorgt. Ich hoffe, das stimmt. Wir werden das jetzt testen. Also wenn diese Beobachtungsgalerie gleich noch keinen Strom hat, dann... Okay, sie hat Strom. Ihr habt die Wahrheit gesagt. Ich glaube euch ja schon. So, jetzt können wir eigentlich schon die Atrociraptoren holen. Also ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ich würde halt hier gerne hier oben auch noch wieder eine Unterstützungsanlage haben, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich immer wichtig, dass man in allen Parkabschnitten dann wieder eine neue Unterstützungsanlage hat. Sonst müssen immer die Jeeps ultra lange fahren. Das ist immer nicht so angenehm. Wir haben ja wirklich mehr als genug Platz hier zum Glück. Ja, und dann sind wir eigentlich schon good to go. Jetzt können wir die Raptoren holen. Dann machen wir die schnell glücklich dort und dann machen die hoffentlich keine Faxen. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass die gleich Ärger machen werden. Ich habe übrigens jetzt auch dazu gelernt. Ich weiß nämlich genau, welche die richtigen sind. Nämlich 1, 2, 3 und 4. Ist mir im Schnitt aufgefallen, dass ich darauf hätte einfach achten können, auf die Nummern. Naja, jetzt wissen wir es ja. Besser spät als nie. Aber hätte ich das gecheckt, dann hätte ich halt nie so Struggle gehabt in der letzten Folge. War ja der einzige Grund eigentlich. Fusch am Bau, okay. Ah, das ist jetzt schwierig. Ich meine, das Vertrauen zu den Behörden brauche ich, glaube ich, gerade nicht so. Wie könnte ich eigentlich das hier nehmen? Ja, passt schon, machen wir. Ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil wir halt gleich noch was ausbrüten wollten.
Aber wir müssen jetzt erstmal das Vertrauen auf 40 bringen, sonst haben wir ein Problem. Ach, wir sollen sogar Atrociraptor ausbrüten. Haben wir da nicht das Genom? Warte mal. Aber das konnten wir, glaube ich, auch nicht ausbrüten, wenn wir nicht genug Vertrauen haben, oder? War das nicht so? Ich meine, das hatten wir beim letzten Mal doch auch versucht. Ich frage mich tatsächlich gerade, ob die Hutstation auch verbunden wird durch den Zaun mit Strom. Weil die ist ja auch am Zaunnetz angeschlossen quasi. Testen wir jetzt auch einfach mal. Hier in der Wald. Das können wir mal eben schnell fixen. Also Bereich ist gleich automatisch gefixt. Beute und Futter ist klar, das brauchen die sowieso. Und trinken natürlich auch. Hier machen wir hier mal überall was hin. Was meinen Sie, Kayla? Hä? Hat die Einrichtung schon den Wow-Faktor? Hä? Ja, bald. Und die Neuankömmlinge sollten helfen. Oh, ja, auf jeden Fall. Genau der Anreiz, um unsere Parkbewertung noch etwas höher zu treiben. Auf zu den Sternen! Okay, wir sollen jetzt 4 Sterne machen. Das heißt, wir haben jetzt mal so ein bisschen freies Gameplay für uns. Das ist ganz nice. Aber wir machen jetzt erstmal die hier auf jeden Fall glücklich. Beute haben die halt auch. Also eigentlich sind die glücklich. Die müssen halt jetzt nur erkunden. Das ist eigentlich alles entspannt. Und das Ding hier ist übrigens über den Zaun angeschlossen. Ey, das ist so gut zu wissen, Leute. Das erspart mir auf Dauer so viel neue oder so viel Arbeit, wie sonst angefallen wäre. Wir können jetzt mal kurz gucken. Wegen Ausbrüten. Ja, können wir nicht. Synthese deaktiviert, weil wir nicht 40 haben. Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt hier einen roten Punkt bekommen. Ich weiß halt nicht, ob wir hier uns irgendwas erarbeiten können in der Börse. Ne, hier sind keine Negativdinger. Wir könnten halt sowas hier machen. Hier mal Fleischfresser verkaufen. Okay. Eine Anziehungskraft von mindestens 173 haben. Boah, da kriegt man ja richtig viel Kohle für. Und 2 davon haben wir schon. Das ist gar nicht schlecht. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt dann noch 2 weitere Fleischfresser her mit einer guten Anziehungskraft? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ne, hier sind gar keine Fleischfresser, nur hier. Aber das kriegen wir halt nicht, weil das Vertrauen nicht ausreicht. Ah, jetzt scheitert es an der Aufgabe auch schon wieder, so wie es aussieht. Lacacarodontosaurus. Den könnten wir holen. Und das probieren wir jetzt. Okay. Brüten wir den aus. Oh nein, das ist ja richtig teuer. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir ja nur das Geld wieder. Oh no. Ja, dann, das heißt, wir werden die dann einfach im Park halten. Früher oder später. Die Aufgabe werden wir nicht schaffen, weil wir halt, weil uns hier einfach was fehlt. Ja, dann erhöhen wir jetzt erstmal wieder hier die Besucherzufriedenheit und sowas, würde ich sagen. Ah, ja, aber das schneide ich, denke ich mal, für euch raus. Ist nicht so spannend. Ich mache jetzt hier einfach so ein paar Läden und sowas hin, Toiletten. Das ist sehr gut. Hier haben wir die plus 14, die wir brauchen. Sehr gut, dass wir hier Gebäude gebaut haben. Jetzt haben wir nämlich wieder genug. Jetzt können wir Atrociraptor ganz schnell machen. Und dann schaffen wir auch die Aufgabe. Und dann kriegen wir, glaube ich, noch mehr böses Vertrauen. Jetzt gucken wir mal, wie teuer das ist. 3 Stück brauchen wir. 1, 2, 3. Können wir uns noch gerade leisten? Sollen wir es machen? Ja, komm. Ich meine, wir kriegen ja auch wieder... Oh, billigerer Brutvorgang, noch besser. Wir kriegen ja auch Dings wieder rein. Geld. Wir haben nicht genug. Oh nee, die beiden Mitarbeiter sind ausgelastet und hier fehlt uns was. Aber vielleicht können wir einen von denen noch trainieren in die Richtung. Verschwenden wir jetzt den Punkt, dass wir es machen können. Ich habe keine Lust zu warten. Und wir können auch direkt die Mitarbeiter kurz ausruhen lassen. Problem ist, das kostet halt auch Geld und wir sind schon echt am Limit. Ja, wir sind fast auf Null dann. Oha. Egal.
Hä? Ach, wir haben die Aufgabe direkt abgeschlossen. Okay, und es war ja sogar günstiger, dadurch, dass wir noch den Mitarbeiter hatten mit billigerer Brutvorgang. Es waren jetzt ja 3 Stück, ne? Mal kurz gucken. 173. Gucken wir nochmal kurz in den Markt. Da war ja dieses Angebot. 4 Fleischfresser. Anziehungskraft von 173. Der hat ja genau 173. Oha, der andere auch? 173? 173. Ja, dann würde ich sagen, betäuben wir davon 2. Bringen die dorthin ins Frachtschiff. Und dann sollte das passen. Und dann haben wir insgesamt hier 5 Stück. Und dann kriegen wir nochmal gleich 3 Millionen rein. Dann können wir uns vielleicht als nächstes wirklich um den Carcharodontosaurus dann kümmern. Den könnte ich halt dann hier nochmal ein Gehege bauen, warum nicht? Da auch dann lieber ein bisschen größeres Gehege, würde ich fast sagen. Ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Machen wir mal so. Dann hier wieder zusammen connecten. Tor natürlich hier auch noch rein. Und dann brauchen wir auch noch einige Beobachtungsgalerien. Weil das ist halt ein großes Gehege. Und wir wollen ja die Sichtbarkeit gerade erhöhen. Das sollte passen soweit. Und dann das Wegenetz natürlich da auch noch drumherum ziehen. Und jetzt können wir einmal nächstes die beiden zum Frachtschiff schicken. Und danach sollten wir dann den Verkauf machen können. Das wäre super. Es fehlt halt jetzt gerade noch richtig viel Kohle. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich denke mal, der Carcharodontosaurus wird uns halt schon richtig viel helfen, dass wir in Richtung Ziel kommen. So, Wasserstellen und Futter auf jeden Fall vor die Galerien, damit die auch immer schön in der Sichtbarkeit sind. Und den Rest müssen wir ansonsten gleich so anpassen. Ich mache jetzt hier auch nochmal einen Felsen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Beginne Produkttransport. Und dann können wir jetzt mal ins Frachtschiff gucken. Beziehungsweise in die Börse. Dort sollten wir jetzt... Ja, 2 bereit zum Einreichen. Das hatten wir vorher nicht. Da versandfertig. Perfekt. Okay, das ist richtig gut. Dann kriegen wir jetzt gleich 3,2 Millionen. Und nochmal 10 Untergrundvertrauen. Dann sind wir wirklich sehr gut mit dem Untergrund gestellt. Und das Schöne ist ja, wir haben eh viel zu viele Atrociraptoren. Jetzt können wir wenigstens 4-mal dann verkaufen, auch mit Gewinn. Oh, das war schon. 77 Vertrauen haben wir jetzt. Und 5 Millionen. Also perfekt, da geht's gar nicht. Dann können wir jetzt eigentlich als nächstes die hier machen. Die haben wir nämlich jetzt gerade verdient. 3,5 Millionen kostet das Ganze. Oh, nee. Wir müssen erst den Mitarbeiter ausruhen lassen. Den will ich dabei haben. Weil bei 3,5 Millionen und dann minus 30% beim Brutvorgang, das ist auf jeden Fall worth it. Das heißt, ich lasse mal kurz Mitarbeiter noch ausruhen. 5 Millionen. Wir haben jetzt fast 1 Million gespart. Ne, wir haben über 1 Million gespart. Das ist echt Wahnsinn, ne? Also diese Mitarbeiter lohnen sich schon mit diesen Spezifikationen. Das ist schon echt nicht schlecht. Da sollte man echt mehr mitarbeiten, glaube ich. Und jetzt können wir nochmal schnell gucken. Können wir jetzt schon die Galerie noch machen nebenbei? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, da fehlt uns immer noch dieses Zahnrad. Aber eventuell könnten wir auch mal jemanden feuern, der nicht ganz so geil ist von den Werten. Den hier zum Beispiel. Ja, komm. Wir suchen jetzt mal einen Zahnradspezialisten. Mal sehen, ob wir sowas haben. Ich glaube, man könnte tatsächlich auch einfach noch ein zweites Personalzentrum bauen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber hier haben wir eine. Soll ich den mal probieren? Ich glaube, das geht auch.
Und da können wir, glaube ich, gleich noch mehr Leute einstellen. Ja, guck mal, jetzt haben wir zwei Slots noch mehr. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier noch mehr auf Logistik gehen. Schauen natürlich durch. Aber der Beste ist halt tatsächlich hier. Importieren. Und wir nehmen jetzt einfach noch einen mit. So einen durchschnittlichen am besten, der überall so gute Werte hat. Hier sowas zum Beispiel. Erhöht alle Fähigkeiten um 1. Ich hätte tatsächlich gerne auch hier oben noch eine... Nicht Unterstützungsanlage, sondern das Ding hier. Paläomedizinische Anlage. Das ist halt auch immer wichtig. Da ist der Slot hier doch sogar perfekt. Besser geht's gar nicht. Nehmen wir das nämlich auch schon mal. Dann können wir auch die Galerie als nächstes machen. Ja, wir können halt jetzt hier drin das nicht gut machen. Weil halt da auch die Strecke und alles drin verläuft. Deswegen müssen wir jetzt hier gucken. Machen wir es halt hier an den Rand. Ah, hier kommen wir gar nicht mehr vorbei. Ja, ist jetzt nicht ideal, was hier passiert. Aber eigentlich muss man sowas auch immer eher planen. Aber ich konnte es mir halt vorher nicht leisten. Was soll ich machen? Ihr habt ja gesehen, wie teuer das gerade war. Alles mit Mitarbeitern und der Forschung und so. Waren ja auf einmal direkt wieder pleite. Wird die Anziehungskraft definitiv erhöhen. Bringen wir mich jetzt hier rüber. Ich hätte die gerne natürlich mit so einer Release-Animation freigelassen, aber dann hätten wir halt hier ein Problem mit den Raptoren. Könnt ihr jetzt eure Guesses in die Kommentare schreiben, auf wie viel gleich die Parkbewertung steigt? Von 2,8 auf? Was denkt ihr? Zustellung abgeschlossen. Okay, die Mission haben wir geschafft mit der Anziehungskraft. 2,9 aktuell. Müssen die natürlich auch noch glücklich machen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen überschätzt, ehrlich gesagt. Ich glaube, so viel bringt das irgendwie nicht. Transport abgeschlossen. Wald und Beute. Ne, ich mache mal noch einen zweiten Fliegenfutterspender. Ein bisschen mehr Wald hier noch an den Rand. Weil die das halt nur erkunden müssen. Ich glaube, die sind schon sehr... Ja, die sind mega glücklich. 3,0 sind wir jetzt nur. Okay, das ist krass. Ich hätte viel, viel mehr erwartet. Dafür, dass das so ein großer Fleischfresser ist. Schade. Das wäre schon ganz cool gewesen, wäre das bisher mehr gewesen. Aber gut, kann man nicht ändern. Wir könnten eigentlich jetzt auch direkt das nächste Gehege planen, würde ich sagen. Jetzt gar nicht so groß sich Zeit lassen. Machen wir ja auch mal Beobachtungsgalerien rein. Und ehrlich gesagt hätte ich hier auch ganz gerne noch so eine Tour mal durch die drei Gehege dann zumindest. Es wäre ganz cool, wenn wir das noch hinkriegen. Wird ja auf Dauer dann auch echt helfen, der Sichtbarkeit und so. Ich glaube, ich lasse die einfach mal hier anfangen, die Tour. Dann schlängelt sie sich hier so ein bisschen durch das Gehege. Dann hier hinten raus, meinetwegen. Und dort in das nächste Gehege. Einmal hier vorbeischauen. Hier wäre eigentlich ganz gut, wenn wir da durchfahren. Da müssen wir aber einmal das Ding hier bewegen. Mach das mal hier hin. Ich möchte, dass wir darauf fokussiert bleiben, diese Ziele zu erfüllen. Lies dir das Neueste durch. Ja, brüte Saurier-Eier aus. Das ist echt ganz gut. Dann haben wir noch mehr Untergrundvertrauen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir richtig gutes Untergrundvertrauen haben, dass wir mega coole Spezies kriegen. Vielleicht auch irgendwie einen Hybriden oder so. Das wäre halt krass, ne? Wenn wir dann Indominus Rex oder so einen Park haben. Oder einen Scorpius Rex. Ich weiß nicht, ob das möglich ist über den Schwarzmarkt. Würde ich auf jeden Fall feiern. Hier einmal durch. Wenn man hier am Zaun lang fährt, hat man auch nochmal Sicht auf die Dinosaurier, auf jeden Fall. Ich würde halt gerne hier rein. Und dann so.
Ja, dann haben wir hier auch nochmal eine schöne Tour durch alle Gehege. So habe ich es mir vorgestellt. Müssen wir hier nur noch einen Übergang hinkriegen. Und dann hier die Wegverbindung. Die greifen das halt immer an, die sind richtig aggro. Das ist krass. Aber die scheinen wieder gesund zu sein. Also ich glaube, die MVU hat sich schon gut darum gekümmert. Das ist alles dann entspannt. Binden wir das hier nochmal schnell. 2,7er Rating. Das wird halt gerade schlechter. Was ist das denn? Wir sollen schon wieder Atrociraptoren ausbrüten. So ein Unbekannter finde ich auch interessant, ne? Ich würde es gerne mal machen, Leute. Sollen wir mal einfach 900.000 in die Hand nehmen und dann gucken, was dabei rauskommt? Könnte halt jetzt ein übelster Fail sein, weil wenn das eine Spezies ist, die auch noch andere Artgenossen braucht, dann können wir die gar nicht verwenden. Aber ich würde sagen, wir machen es mal, Leute. Ihr seid bestimmt auch gespannt, deswegen ans Frachtschiff. Oh mein Gott, wir haben jetzt echt nur einen Camarasaurus gekauft für 900.000. Nicht dein Ernst. Scheiße. Okay, das war nicht worth it. Das war absolut nicht worth it. 222 hat der. Das hat ein normaler Kamera. Vielleicht ist der besonders gut. Der hat auch 222. Wir haben richtig Geld gewastet. Aber dann machen wir halt jetzt Kameras da rein. Jetzt haben wir zwei Kameras. Let's go. Dazu dann noch ein paar Toros. Da können wir uns nicht leisten. Sieht der wenigstens gut aus jetzt hier, der teure Kamera? Nicht wirklich. Ach Mann, ey. Aber man muss die Erfahrung machen. Da sind wir halt jetzt echt auf die Schnauze gefallen. Hätte ich mir aber auch irgendwie denken können, ne? Bei einem Pflanzenfresser 1 Million. Das hätte halt schon ein riesiger Sauropode sein müssen und nicht so ein Kamara, sondern irgendwie ein Mamenchi oder sowas, damit sich einigermaßen gelohnt hätte. Ich habe aber ehrlich gesagt auch darauf gehofft, dass es vielleicht mehrere sind als nur einer. Ich weiß gar nicht, ob das da dabei stand. Oh nein, es grummelt. Sturm kommt. Nicht gut. Ich hoffe, es ist kein Hurricane, sondern einfach ein normaler Sturm. Das wäre ganz gut. Auf irgendwelche großen Ausbrüche von Sauren habe ich jetzt nicht so Lust. Ach, das Ranger-Team ist echt nutzlos. Vergesst es immer. Das ist immer noch das. Kriegt, glaube ich, immer das ausgewählt, was in der Nähe ist, wo man gerade ist mit der Kamera. Wie viel kaputt geht. Aber es sind bis jetzt alles nur so unwichtige Sachen. Es kann natürlich auch passieren, dass Dinosaurier dann teilweise ausbrechen, weil sie halt aggressiv werden durch den Sturm. Der ist am Trinken. Die Kakarodontos laufen ja auch so rum. Ich glaube, die genießen den Regen. Okay, das war ziemlich cool. Die Bewertung geht halt gar nicht hoch. Das ist Wahnsinn. Das sieht man aber auch selten, dass die kämpfen miteinander. Ich bin übrigens bei 3,5 Sternen. Ich versuche gerade halt so ein bisschen die Besuchersachen zu erhöhen. Mit Hotels, Toiletten und Schutzräumen an den richtigen Stellen und sowas. Werde ich jetzt aber für euch nicht mehr reinschneiden. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Wir kaufen aber jetzt nochmal Saurier direkt. Und zwar... Ich würde gerne so eine Mischung haben. Also Edmonto ist immer gut. Den kann man sich immer auf jeden Fall gönnen. Der geht auch safe hier in das Gehege rein. Meint ihr, wir können da jetzt auch noch was zumixen? Nämlich noch den Toro. Ich würde halt jetzt gern die Speziesvielfalt erhöhen hier im Park. Das wäre ganz schön. Machen wir den mal rein. Ich glaube, der Toro ist auch super entspannt. Oh ne. Ups. Hier ist der Kakarodonto drin. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Die sollten hier rein. Okay, das ist gerade eine Katastrophe. Ich habe mir gerade selber ein Drama gemacht, Leute. Wir müssen die jetzt schnell betäuben.
Wenn die Mission nicht schwer genug ist, machst du selber schwerer, indem du doof bist. Töte nicht meine Saurier. Ja, was jetzt? Warum bin ich jetzt hier rausgeschmissen worden aus der Sicht? Ach so, weil die andere Lieferung kommt. Ich verstehe. Soll der das mal eben per Befehl machen? Ich weiß nämlich auch gerade nicht, wo der andere Kakorodonto rumläuft. Da. Ich hoffe, die schaffen das jetzt schnell. Und der rammt da schon wieder alles weg. Der ist so wütend. Das ist so krass. Wie wütend die sind. Wir können das hier gleich wieder weiter betäuben. Produktzustellung bestätigt. Produkt wurde zugestellt. Och, gerade so. Ja, Arsch gerettet. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Oh, das könnten wir auch machen. Das bringt sogar noch mehr Geld. Aber da sind 10 Versand fertig. Können wir da nicht beides machen? Oh, das wäre ja richtig krass. Wir schauen mal. Okay. Machen wir mal hier. Da. Und jetzt 4, 5. Los geht's. Okay, die ist jetzt aber nicht mehr Versand fertig. Hat der nicht gerade davon oder angezeigt, dass ich 10 habe? Ah, egal. Passt schon. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder viel, viel Geld. Wir müssen jetzt noch einmal gleich checken, ob es denen hier gut geht. Den Torus und den Edmontus. Da Pflanzenfasern fehlen ein bisschen. Da muss jetzt auch mal gleich ein bisschen Wald und so drunter leiden. Das ist halt so. Das reicht nicht. Wir brauchen auf jeden Fall über 50%, damit wir was ausbrüten können. Terrator haben wir schon im Park. Dann mit Eiern. Ein Albertosaurus. Ja, nehmen wir den doch. Was gibt's? Brüten wir den gleich mal hier hinten aus. Da. Das ist sehr schön. Billigerer Brutvorgang. Dann haben wir gleich noch ein Albertosaurus. Gehege habe ich übrigens gerade schon vorbereitet für den. Das wird hier gerade gebaut. Der Albertosaurus landet jetzt. Ich hoffe, der kommt alleine klar. Das wäre ganz schön. Und ich hoffe auch, dass hier die Parkbewertung jetzt mal ordentlich steigt durch den. Er kommt auf jeden Fall alleine klar. Das ist gut. Beute sollte haben. Fels braucht er noch. Der Rest sollte eigentlich passen, oder? Wenn er das erkundet. Ja, wir brauchen einfach nur ein paar Felsen noch. Ist ja schon glücklich. Ja, jetzt geht's ihm perfekt. 3,8, das bringt halt echt nicht viel. Krass. Ist einfach mega der gute Fleischfresser doch, oder nicht? Als ob der nicht so eine gute Bewertung hat. Der hat 470 Anziehungs... Das ist doch voll viel, oder nicht? Haben sie das gemacht. Und jetzt können sie in Gefangenschaft kämpfen. Okay. Und was hat er gerade gekämpft oder so? Leptorosaurus oder so war das. Ich mache jetzt hier einfach die Atrociraptoren auch noch schnell fertig. Um dich. Haben wir jetzt doch noch ein paar mehr. Viel hilft viel, ne? Oder wie sagt man? Ich wüsste sonst nicht, wie wir noch weiterkommen. Weil ich habe eigentlich schon die Gästesachen relativ gut vorangebracht. Also überall Toiletten aufgestellt, Schutzräume und so. Aber das bringt alles nicht so viel. Aber wir sind ja mittlerweile auch kurz vor den 4 Sternen. Kaufen wir einfach jetzt auch noch Gallimimus. Warum nicht? Kommen dann auch noch hier mit rein. Haben wir jetzt hier ein großes Pflanzenfresser-Mischgehege. Müssen halt jetzt machen, was geht. Oh, mit Krankheit sind die gekommen. Ja, das war wieder nicht so gut. Ich hoffe, das ist keine ansteckende Krankheit, sondern eine Verletzung oder so. Ja, da musst du halt gleich mal die MVU checken. Geht zwar mal schnell, sich so Dinos zu besorgen, aber dann ist halt nervig, wenn die sowas haben. Oh, Avipox-Virus aber. Das haben wir schon. Das ist entspannt. Ich habe jetzt noch Nasutoceratops 4 Stück gekauft. Beziehungsweise Eier gekauft und ausgebrütet. Und man sieht jetzt ja mit der neuen Anzeige, wo die ganz gut reinpassen. Die passen jetzt zum Beispiel zu den Oviraptoren. Verstehen sich gut.
Wir müssen halt nur gucken, ob das platztechnisch ausreicht. Ansonsten müssen wir halt hier noch ein bisschen die Grenzen erweitern. Was ist hier denn los? Der große Stau. Ich hoffe jetzt echt, dass es einfach hilft. Also ich erhöhe die Spezies eine nach der anderen. Das muss doch jetzt mal hochgehen, die Bewertung. Ist halt echt krass, wie viel man braucht. Aber ich meine, man hat hier auch viel Platz, ne? Also warum sollte es nicht so sein? Bestätige Produktzustellung. Komm schon, geh auf 4. Du willst es doch auch. Ja. Was muss ich tun, um sie für das nächste Ziel zu begeistern? Ich bettle, wow, der Fake. Richtig mies, erneuern. Ich will gerade nichts aktiv machen. Ich will es einfach nebenbei laufen lassen. Der Anziehungskraft des Parks ist immer sehr gut, weil man dann halt immer ganz gut noch den Fortschritt hier sieht, weil das ist immer so ein bisschen miteinander zu tun. Wenn die Anziehungskraft steigt, steigt natürlich auch die Bewertung. Und deswegen finde ich, passen die beiden Aufträge immer in Kombination sehr gut. Gesunde Saurier ist natürlich auch immer gut. Macht mir das sowieso. Aber ich will halt jetzt gerade mal vorankommen. Ich will jetzt die 4 Sterne. Ich hoffe jetzt echt, wenn die gelandet sind, dass das nicht ausreicht. Ich scheine aber jetzt schon glücklich zu sein. Das ist sehr, sehr gut. Oh, ein bisschen Wald. Ansonsten sieht das gut aus. Chillige Dinosaurier. Auf jeden Fall. Jetzt sind sie auf 100. Das hat ausgereicht. Das Gleichgewicht zwischen Autorität und Freiheit suche ich schon mein ganzes Leben. Sehr gut. Im Geschäft lernt man, beide Seiten zum eigenen Vorteil auszuspielen. Sie sind für diese Arbeit wie geschaffen, wissen Sie das? Danke. Schätze, ich muss mit den Veränderungen umgehen. Diese ganze Sache, Jurassic Park, Jurassic World, Ingen, Biosyn, es geht nur um Veränderung. Die Welt unserer Geburt, die gibt es nicht mehr. Und wir müssen uns anpassen. Oder wir sterben aus. Ja, meine Version gefällt mir besser. Wir machen doch alles, was wir können. Ich möchte, dass wir mit allen Inseln 5 Sterne erreichen. Und alle auf unserer Seite haben. Höchstes Vertrauen genießen von allen, ja? Und Sie glauben wirklich, dass das etwas ändert? Vertrauen Sie mir. Habe ich eine Wahl? Nein, haben sie nicht. Okay, interessant. Das heißt, die Mission haben wir jetzt abgeschlossen. Ah, das ist schon der Kampagnenabschluss. Das heißt, wir haben jetzt die Kampagne durchgespielt. Mission abgeschlossen, Kampagne, ein neues Zeitalter. Sehr schön. Also es war auf jeden Fall interessant, aber ich hätte mir noch so ein bisschen mehr Spezielles gewünscht. Meine Lieblingskampagne von Jurassic World ist ja zum Beispiel im ersten Teil hier Claire's Zuflucht, die war nämlich richtig cool, da ist ja der Vulkan ausgebrochen, da musste man Dinosaurier retten und sowas. Und in diese Richtung hätte ich mir das mehr gewünscht. Es war schon interessant mit dem Schwarzmarkt und sowas, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen noch was gefehlt. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Das war die Malta-Kampagne. Schreibt mal gerne in die Kommentare eure Meinung zu der Kampagne, wie die euch gefallen hat. Und ich würde mich auch sehr über ein Like freuen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.